Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19, also Let's Play Single LS19. Guck mal, siehst du, drei Tage nicht gespielt und schon weiß man nicht mehr, wie die Ansage war. Let's Play Single LS19 vom Addictivehof auf der Holzer Map. Und ich muss ganz ehrlich eine Sache gestehen. Scheiß auf das Statussymbol, was kein Statussymbol braucht. Ja, scheiß auf den Dacia. Wir fahren wieder Dodge. Wir verbrennen wieder überflüssiges Benzin in Form eines 5,7 Liter Hemi-Motors mit V8. Ist mir egal. So. Ne, der Hintergrund ist, mein Dacia hat sich vor drei Tagen verabschiedet. Wir waren auf dem Weg, ne, schön die Feiertage genießen. Ne, wir haben einen Brückentag gehabt, dementsprechend Feiertag genießen. Und dann stehst du da mitten in der Walachei, weil man denkt sich ja, man könnte ja einfach mal losfahren. Steht man mitten in der Walachei und denkt sich, super, jetzt springt das Scheißding nicht mehr an. Gut, zur Werkstatt, Motorschaden, Thema erledigt. Nicht meine Schuld, ich führe nicht die Wartung. Wollten sie mir noch auf Garantie einen neuen andrehen? Ich habe gesagt nein. Hab mich dann dazu entsinnt, beim alten Hof vorbeizufahren auf dem Rückweg und den Ram, den ich da habe stehen lassen, abzuholen. Dementsprechend jetzt hier wieder mit dem Ram unterwegs. Mit einem Dieselfass übrigens hinten im Hintergrund. Ihr seht es vielleicht in der Scheibe. Denn unser John Deere hat kein Diesel mehr. Dementsprechend da hinten ein Fass mit Diesel, sodass wir ihn auftanken können. Aber bevor wir dahin fahren, bleiben wir nochmal ganz kurz hier so stehen. Denn seit heute auf ModHub die Schilder. Also Schilder, Briefkästen, die Frage kam in den Kommentaren öfter mal, wann die denn kommen. Sie sind da. Also seit heute auf dem ModHub, ihr könnt sie einfach runterladen. Dann habt ihr sie auch, dann könnt ihr sie benutzen. Ganz wie euch beliebt. Und sehr gerne über Instagram Bilder schicken. Von euren Briefkästen auf dem Hof. Wenn ihr mögt. Ne, ihr wisst ja, mein Instagram-Name auf meiner Startseite oben. Link für Instagram und dann einfach mir dort folgen und das Ganze dort schicken. So, aber wie gesagt, ich werde jetzt auf jeden Fall hier mit meinem Ram mich wieder auf den Weg machen. Das Ding ist auch deutlich schöner. Wer fährt ja noch? Ich dachte, er hat keinen Diesel mehr. Irgendwer hatte mir am Telefon gesagt, dass er keinen Diesel mehr hat. Was macht er da überhaupt? Ja gut, dann machen wir mal Folgendes. Dann bleiben wir mal mit dem Ram hier stehen. Denn mir wurde gesagt, er hätte kein... Okay, gut. Hä? War die schon die ganze Zeit offen? So, egal. So. Und kann er ja selber tanken. 500 Liter Diesel passt. Gut. Nee, weil jemand hat mir da vorne, müsste eigentlich so da müsste der Case stehen. Der IHC. Und dann werden wir nämlich das andere Feld hier mal kultivieren. Mit der Scheibenecke. Das dürfte doch eigentlich... Es ist zu... Ah, okay, es ist zu 50%... Ne, zu 50? Echt? Du bist zu 100% gedüngt? Auch zu 50, genau. Hier kommt ja, oder hier machen wir ja hinterher, indem wir das Ganze gepflügt haben, hauen wir ja hier noch Gülle drauf, dann ist es 100%, genau. Und du bist bei 50%, du benötigst Kalk. Dann werden wir jetzt grubbern, dann bringen wir hier Kalk aus. Dann sehen wir aus und dann fahren wir einmal gucken, mit was wir dann rüberfahren. Ob wir überhaupt mit noch was rüberfahren. Mineraldünger oder mit der Spritze will ich ja eigentlich nicht. So. Dementsprechend. Ja, oder? Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt Gülle gefahren. Wir brauchen die, das Ganze hier braucht Kalk. Bin gerade am Überlegen. Weil Mineraldünger macht definitiv keinen Sinn. Das will ich auch nicht. Das Zeug kommt mir hier nämlich nicht auf den Hof.
Nein, es ist kein Biohof, aber ich möchte trotzdem mit Mist und Gülle hantieren. Jetzt ist die Frage, spritzen sowieso nicht? Ne, bloß kein Unkrautvernichtungsmittel hier oder sonst was. Dann bleibt es vielleicht einfach mal so. Na, schauen wir mal. Jetzt machen wir erstmal einen Schritt nach dem nächsten. Wir könnten natürlich auch, da heißt es, es wird Kalk benötigt. Wir könnten... Nee, das macht keinen Sinn. Nee, das machen wir auch nicht. Vergiss es. Und aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund bin ich zu weit vom Rand weggekommen. So. Ja. Steht er jetzt? Es sieht aus, als wäre Frank jetzt doch zu dem Entschluss gekommen, anzuhalten. Anstatt dass er zum Pickup fährt. Weißt du, jetzt steht er da mitten auf dem Feld. Jetzt kann ich da gleich sehen, wie ich da hinkomme. Mit 500 Liter Diesel. Oder sitzt er fest? Müssen wir ihn rausziehen. Weil er läuft ja noch. Flug im Boden, er läuft. Na, wir sind ja eh gleich da vorne. Wir fahren gleich mal mit dem Dodge hin. Das hätten wir mit dem Dodge ja auch nicht geschafft. Die kleine Huschte-Gutzel wäre doch da gar nicht übers Feld gekommen. So. Und nein, ich habe nichts gegen Dacia. Zumindest nichts Wirkungsvolles. So. Hier muss ich nachher nochmal selber nachziehen, dann, wie es aussieht. Okay. Na, der steht. Okay. Fahren wir die Bahn hier noch zu Ende und dann holen wir mal den Dodge her. Brauche ein bisschen Diesel. Füllen wir was auf. So. Okay. Ich hab's schon wieder vergessen. Es ist einfach schon wieder zu lange her. Was hatten wir nochmal gesagt? Raps-Soja? Soja-Raps? Raps-Soja, ne? Ist unglaublich. Oben das Feld habe ich vorbereitet. Da bin ich ja bei... Nachdem das Kamerateam beim letzten Mal da war, bin ich ja noch weitergefahren, habe das Ganze fertig gemacht. Und da werden wir jetzt demnächst... Ich habe da jetzt noch nicht angefangen, weil... Das war mir jetzt... Oder wird mir jetzt ein bisschen zu spät, da noch die Saat reinzuhauen. Deswegen jetzt hier nur noch das Grubbern und da das Pflügen. So können wir morgen früh die Gülle ausfahren und morgen Mittag mal eben mit der Scheibenegge rüber. Und dann ist das Feld hier nebenan auch fertig. Dann können da die Sojabohnen rein. Dann können wir morgen nämlich auch komplett vielleicht einen Aussaattag machen. Fahren wir hier mit dem Raps, fahren dann mit den Sojabohnen und auf dem anderen das Weizen. Dann haben wir alle Felder gleichzeitig angesät. Dann kann das Ganze schön in Ruhe durchwachsen. So, ich hatte gesagt, ich gehe nochmal tanken, ne, habe ich gesagt. So. Na? So. Sonst hat der gleich keinen Sprit mehr. Da können wir nochmal rüberfahren, den IAC tanken. So, der steht natürlich. Ach, das passt schon. So, fahren wir mal vorsichtig aufs Feld.
Passt. Gott sei Dank ist ja noch nicht so weit, dass hier noch Wiese ist. Können wir noch ein bisschen hier auf dem Festen fahren? Und fahren nicht gleich die ganze, müssen die ganze Zeit in der Furche fahren. Wäre bestimmt auch interessant, wie weit wir kommen würden. Wobei der ja hat Allrad. So, fühlst du dir. Achso. Füllst du dir das jetzt selbst auf oder muss man dich jetzt dazu nötigen, dass du dir das auffüllst? So, schön mit der Hand pumpen. Das war's schon. Da fährt er. Gut, wir fahren auch. Also das ist doch... Das mit dem Dieselfass ist schon nicht schlecht. Ich selber habe ja keinen Tankanhänger. Wozu auch? Ich meine, ganz ehrlich, wozu brauche ich bei den kurzen Strecken zu den Feldern brauche ich auch normalerweise keinen Tankanhänger. Normalerweise tankt jeder, bevor er losfährt. Betonung liegt auf normalerweise. Hat jetzt Frank irgendwie nicht getan. Aber zum Glück hat er mich nur angerufen. Er war gerade unterwegs, das heißt, ich konnte schön das Fass mitbringen. Habe ich günstig gekauft unterwegs. Stand an der Straße zu verkaufen, Dieselpansche. Fand ich gut. War günstig. Und da die Schlepper ja eh mit allem laufen, bei mir. Manchmal auch mit Benzin, ne? Ihr kennt das ja. Wer kennt sich aus der Stappenbach? Wo ich dann wieder 30 böse Kommentare kriege. Du tankst Diesel und kein Benzin. So, dann wollen wir jetzt mal weitermachen und jetzt auf die nächste Bahn konzentrieren. Ich werde jetzt noch einmal rum und dann hier vorne, wie gehabt, hier vorne erstmal das Teil fertig machen und dann die großen Bahnen ziehen. Das sollte normalerweise oder idealerweise passen. So haben wir dann nämlich da hinten, glaube ich, das Stück auch weg. Das mache ich dann fertig und dann machen wir die Längsbahn oder machen wir zum Schluss mal hier diese kleine Quer. Gefriemel. So. Und dann haben wir da auch alles mit durch und können uns dann konzentrieren auf weitere Arbeiten. Und ich bin gerade am überlegen, wem ich jetzt die 261 Liter Diesel, die ich noch in dem Fass habe, aufs Auge drücke. Ich glaube, ich fahre damit einfach einmal alle tanken, weil ich möchte gerne das Fass weg haben. Obwohl, eigentlich nicht. Nö, ich lasse es für einen Notfall am Hof stehen. Ich meine, so einen kleinen Kanister kannst du ja jederzeit an der Tanke kaufen. Bei so einem großen Fass ist das Ganze ja schon ein bisschen was anderes. Da kannst du ja nicht mal eben kaufen. Aber vielleicht können wir das auch einmal wieder auffüllen. Da auch noch eine Möglichkeit, dass wir uns das einfach wieder auffüllen, dann sparen wir uns beim nächsten Mal das Getanke oder beim nächsten Mal das Gesuche nach passendem Diesel für die Maschine. So. Guck mal, wenn wir das jetzt hier, dann machen wir das so. Und zack, dann passt das. Genau. Schief die erste Bahn, kann das sein? Die wirkt ein bisschen ungerade. Ich weiß ja nicht, was der Fahrer wieder zu sich genommen hat an Flüssigkeiten, aber die ist nicht gerade. Da sehen die Flugbahnen von Frank schon deutlich schöner aus. Er reagiert gar nicht. Kein Schub, der guckt dann immer. Komm, ich bin wieder schief. Egal. Sieht ja keiner. Ist ja nicht so, dass ihr nicht zuschaut. Schneide ich nachher raus.
Sag ich, weiß ich nicht, ja? Mach ich mal so eine Timelapse, so akkurat. Packen wir vorher noch irgendeinen Helfer rein, der für mich grubbert. Und dann sage ich, ich war selbst. Bleib die ganze Zeit auf dem Schlepper sitzen, dass es so aussieht, als würde ich das selbst machen. So, jetzt haben wir doch hier. Müsste das nicht das doch genau ausgehen, oder? Ja, perfekt. Dann machen wir jetzt erstmal hier vorne das Stück. Bahn machen wir dann gleich. Wie gesagt, diesmal will ich auch gucken, dass ich das alles hier vernünftig ansehe. Ihr seht ja, hier fehlt ein Stück. Da ist eine Lücke mittendrin. Da hat irgendwas mit der Saatmaschine nicht geklappt gehabt. Und solche Lücken möchte ich jetzt vermeiden. Außerdem freut sich mein Nachbar, dem ich übrigens ja noch die Rasenfläche mähen wollte. Siehst du? Muss ich nochmal meinen kleinen Handrasenmäher mir zulegen. Beziehungsweise diesen verladen und hierher bringen. Und ihm seinen wunderschönen neuen Rasen kaputt fahren. Weil ich hänge das an den Schlepper. Ich nehme mein Seitenmähwerk und dann fahre ich da mit dem Schlepper rüber. Ist bestimmt für seinen Rasen toll, wenn man da so mit dem großen Mähwerk rüberfährt. So. Jetzt haben wir das Stückchen. Ich fahre jetzt absichtlich die Bahn, weil das sind die längsten Bahnen im Moment, die wir jetzt hier hinten haben. So. Oh, die Scheibenegge muss ich auch demnächst. Hä? Leuchtung? Achso, denk mir gerade unten, wieso zeigt er mir an Reparatur der Beleuchtung? Aber das macht Sinn, hinten der Balken. Die Scheibenegge hat ja hinten diesen die absenkbare Aufprallschutz. Was macht der jetzt? Fährt der gerade im Kreis? Nee, das sieht gerade aus. So, zack. Und jetzt können wir uns wieder auf die spannenden großen Bahnen machen. Ach, herrlich. Dann haben wir es aber auch gleich für heute. Das machen wir noch. Und dann ist auch, guck mal, 16 Uhr, dann ist bald Feierabend. Passt. Perfekt. Dann können wir noch schön den Abend genießen. Und morgen geht es dann frisch gestärkt ans nächste. Sprich die Aussaat oder Gülle fahren. Schauen wir mal. Aber ich würde sagen, ich lasse euch erstmal für heute raus. Liebe Leute, das soll es für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch, Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut und sagt, bis zum nächsten Mal.